ein verdammt warmer Tag und ich freue mich, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel und der Sommer kommt, Gott sei Dank. Dieses Matschi-Wetter ist hoffentlich vorbei, bei uns fangen auch die Bäume alle an zu blühen und ich freue mich, ich habe einfach ein gutes Gefühl. Und lassen wir das Ganze, darum soll es halt gar nicht gehen, sondern ich habe heute eine Buchvorstellung für euch und zwar von diesem Buch hier, This New World von Laura Newman, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Wie ihr alle wisst, bin ich bei Laura ja so ziemlich mit ein Fan der ersten Stunde. Ich habe die Nachtsonne damals gelesen und ich habe sie ganz, ganz toll gefunden. Und seitdem habe ich jedes Buch von Laura gelesen und ich feiere die Bücher von Laura auch total. Sie trifft immer voll meinen Geschmack. Und als das neue Buch im März rauskam, Disney World, habe ich mich auch riesig gefreut und konnte es kaum erwarten, dieses Buch dann auch endlich mitzulesen. Und das habe ich diesen Monat dann auch gleich mitgetan. Und was soll ich sagen, mir hat dieses Buch wieder richtig gut gefallen. Ich fand die Story unglaublich gut und ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. Zum Inhalt kann ich nicht allzu viel verraten, weil der Klappentext auch nicht so viel verrät. Es geht in diesem Buch um Zoe. Und Zoe wohnt in einer typisch amerikanischen Kleinstadt. Sie heißt Digby, geht zur Highschool im letzten Highschool-Jahr und ist mit dem Quarterback des Footballteams zusammen. Sie ist die typische amerikanische Highschool-Schönheit, wird vermutlich auch Ballkönigin werden und ihr Leben ist quasi perfekt und alles ist schön und sie genießt ihr Leben auch. Sie hat eine beste Freundin von klein auf und merkt aber, dass bei ihrer besten Freundin und ihr irgendwie im Moment da so ein bisschen, da hadert so ein bisschen. Also sie merkt, dass sie nicht mehr so den Draht zueinander haben wie früher. Und dann gibt es an der Highschool von Zoe auch noch Josh. Josh ist der Außenseiter der Stadt quasi. Er ist ein Waisenkind und lebt in einem etwas heruntergekommenen Haus auf einer Farm von einem Farmer. Und Josh wirkt halt auf alle anderen Schüler etwas merkwürdig. Deswegen ist er halt auch, wie gesagt, der Außenseiter der ganzen Schule. Und dann passiert eines Tages etwas, was das Leben der ganzen Menschheit auf den Kopf stellt. Manche Menschen benehmen sich auf einmal sehr, sehr merkwürdig, entwickeln ziemlich komische Verhaltensweisen. Und als auch Zoes Eltern anfangen, sich merkwürdig zu verhalten, merkt sie, dass das Ganze irgendwie unaufhaltbar ist. Und was da alles noch passiert in diesem Buch und was das Ganze auch noch mit Josh zu tun hat und mit Zoe und was das eigentlich jetzt alles genau ist, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte es auch nicht verraten, weil wie gesagt, ich bin auch mit null Informationen an die Geschichte gegangen und das war auch gut so. Also ich finde, wenn man hier vorab schon zu viel weiß und zu viel erfährt, nimmt das viel von der Geschichte vorweg und das möchten wir nicht. Wir möchten alle diese Geschichte lesen und erleben und deswegen soll es das zum Inhalt gewesen sein. Lasst euch überraschen. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass die mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag einfach Lauras Tempo, ich mag, wie sie Geschichten erzählt und schreibt. Und bei diesem Buch war es allerdings so, dass ich das allererste Mal das Gefühl hatte, es zieht sich. Das hatte ich bei Laura in ihren Büchern noch nie. Und ich muss sagen, gerade am Anfang der Geschichte hat es für mich gedauert, ehe die Geschichte wirklich Fahrt aufgenommen hat, ehe das Ganze wirklich so richtig in Schwung gekommen ist. Und das hatte ich, wie gesagt, bei Laura in ihren Büchern bisher noch nie. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Es ist halt so, dass hier am Anfang sehr, sehr viel zwischenmenschliche Sachen passieren, gerade auf diese Gesamtsituation, die dann ist. Und diese richtige Geschichte fing für mich dann erst nach diesem Zeitsprung an, den wir hier in der Geschichte machen. Also man macht hier nach einigen Kapiteln dann einen Sprung, wo man dann ein bisschen in die Zukunft hüpft und einige Monate überspringt. Und da war das für mich dann so, dass da mich die Geschichte auch erst richtig packen konnte. Und vorher hat sich das alles irgendwie für mich so ein bisschen gezogen und ich fand, das ist so ein bisschen so dahingedümpelt. Also da hat mir so ein bisschen die Spannung gefehlt. Aber wie gesagt, nach diesem Zeitsprung fand ich die Geschichte ultra spannend und da hat sie mich auch komplett gefesselt und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen von der Handlung her. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Das Ende vom ersten ist wirklich so ein bisschen fies, weil es wirklich an einer fiesen Stelle endet, wo du denkst, so toll. Und jetzt? Super. Mist, verdammt. Möchte wissen, wie es weitergeht. Ah! Aber ich freue mich auf jeden Fall definitiv auf den zweiten Teil und ich bin gespannt, wie die Geschichte mit Zoe, Josh und allen anderen dann da noch weitergeht. Ansonsten zu den Charakteren kann ich sagen, dass ich Josh auf jeden Fall total mochte. Josh ist... Er ist so toll. Was anderes kann ich nicht sagen. Josh ist wirklich in dem Buch ein ganz, ganz toller Charakter. Er ist wirklich eine sehr motivierende Persönlichkeit und er ist ein wirklich sehr, sehr liebevoller Mensch und ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Und
Er nimmt sich und das Leben halt auch nicht allzu ernst manchmal. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und er ist halt wirklich ein total ausgeglichener Mensch auch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was Zoe betrifft, fand ich ihr Verhalten am Anfang in der Geschichte nicht cool. Aber ich glaube, das war beabsichtigt so, weil Zoe dann hier in diesem Buch natürlich auch eine Entwicklung durchmacht als Protagonistin der Geschichte. Und sie verändert sich dann natürlich. Sie verändert ihre Sichtweisen, sie verändert ihre Verhaltensweisen. Und das hat mir dann auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also die Charakterentwicklung von Zoe fand ich super. Und ja, wie gesagt, am Anfang mochte ich sie nicht so, aber das hat sich dann natürlich Gott sei Dank aufgrund der Charakterentwicklung gelegt. Und ja, ansonsten die Nebencharaktere haben mir auch gut gefallen. Ich fand die beste Freundin von ihr, fand ich absolut unmöglich, die mochte ich gar nicht. Und ihre Eltern fand ich auch wirklich sehr, sehr cool, waren tolle Charaktere. Und ja, also so das Ganze drum und dran, was die Nebencharaktere betrifft, hat Laura auch wieder ganze Arbeit geleistet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Setting, wie ich vorhin schon sagte, typisch amerikanische Kleinstadt. Ich liebe Geschichten, die in Amerika spielen. Ich sage es immer wieder, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie kann mich das besser packen, als wenn eine Geschichte in Heidelberg spielt oder in, keine Ahnung, wo. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, auf jeden Fall typisch amerikanisches Setting mit typischen kleinen Häusern, mit Vorgärten und einem Sheriff und einem Coffeeshop, also normal. Die gab es dann in der nächstgrößeren Stadt. Also alles ganz typisch amerikanisch, wie man es so kennt. Und wie gesagt, ich mochte es total, das Setting. Mir hat es gefallen. I like. Damit wären wir dann auch schon beim Schreibstil. Der Schreibstil von Laura hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe es ja, wie sie Geschichten schreibt. Und ich finde, man hat auch in diesem Buch wieder gemerkt, dass sie sich in ihrer ganzen Art wieder verbessert hat, dass sie sich dass sie da wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat auch. Ich finde, wenn man das so im Vergleich sieht zur Nachtsonne, merkt man die Entwicklung extrem. Also das ist Wahnsinn, weil Laura hat jetzt auch inzwischen ein viel, viel größeres Vokabular. Sie greift auf andere Dinge auch zurück, die sie vielleicht vorher noch nicht so wusste und kannte, wie sie das ausdrücken sollte. Und ja, das finde ich, merkt man bei ihr einfach unheimlich, dass sie da wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Ich mochte den Schreibstil bei Disney World einfach total gerne. Wie gesagt, konnte mich voll und ganz überzeugen. Ich habe dieses Buch auch innerhalb von 2 Tagen gelesen. Also ich bin wahnsinnig schnell durch diese Geschichte gekommen und ja, wie gesagt, nach diesem Zeitsprung hat sie mich dann auch gepackt und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören zu lesen und dann musste ich auch wissen, wie es weitergeht. Und am Ende hat Laura natürlich wie immer noch einen gucken lassen und ich dachte so, oh mein Gott, das wird jetzt nicht passieren, weil dann gab es eine Stelle in diesem Buch, wo ich dachte so, oh, das klingt jetzt irgendwie, als könnte das passieren. Und ich dachte mir, das passiert jetzt nicht wirklich. Und es passierte nicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber in einer etwas anderen Form. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Da hat sie am Ende echt nochmal einen gucken lassen hier. Und ich dachte mir so, what the f... Ja, das schafft Laura ja immer, ne? Also, ich sag nur Jonah und Adib, Kapitel 33. Da hat sie mich zerstört. Aber hier war es nicht Kapitel 33. Lassen wir das. Aber auf jeden Fall hat Laura hier am Ende wie immer noch einen gucken lassen und hat da nochmal komplett einen reingehauen von der Spannung her und von der Wendung her. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie jetzt der zweite Teil dann weitergeht, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich die ganze Welt weiterentwickelt, nachdem was hier am Ende passiert ist. Und ja, bin da schon sehr, sehr gespannt und freue mich da definitiv auf den zweiten Teil von Disney World. Und jeder, der mal eine etwas andere Jugendbuchgeschichte sucht, sollte sich Disney World auf jeden Fall angucken. Es lohnt sich, denn das, was hier in diesem Buch vorkommt, habe ich so noch nicht gelesen. Ich möchte mal sagen, es ist so ein bisschen, ich würde sagen, in diesem Buch ist es so ein bisschen wie X-Men meets Apokalypse. Schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Jugendbücher steht, wenn ihr ein Jugendbuch lesen wollt, was mal einen total anderen Ansatz hat und auch nicht so typisch klischeebelastet ist, dann schaut euch Disney World von Laura Newman auf jeden Fall an. Ich liebe Laura, ihre Bücher. Ich fand auch Disney World wieder ganz, ganz toll, trotz der kleinen Schwächen da am Anfang. Und ja. Ich liebe dieses Buch und bin schon sehr, sehr gespannt, wie das mit Zoe und Josh weitergeht. Das war meine Buchempfehlung zu Disney World. Wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Lest dieses Buch und eine schöne Woche noch. Bis dann. Tschüss.